Kein Strom. Okay, wir müssen erst den Strom einschalten. Shit, das ist bestimmt da drüben. Komm her, Kevin. Mein alter Freund. Scheiße, wo kann ich den Strom wieder herstellen? Sag mir nicht, dass ich hierher muss. Okay, ich gehe da aber jetzt trotzdem erstmal rein. Ich hätte mir vielleicht doch lieber einen Schrank aussuchen müssen. Wo muss ich hin? Leiten Sie den Strom zum... Okay, da hinten ist... Okay, okay, okay. Bekommen wir alles hin, bekommen wir alles hin. Mehr Flammenwerferöl oder so. Ist das Schrott des Inventars voll? Nein. Was sind das für eklige Geräusche? Kann Kevin da durchkommen durch das Loch? Ich mach's jetzt einfach. Okay. Ich glaube, der kommt hier nicht rein. Fast, ne? Speichern wir trotzdem. Ist direkt über uns. Ja, wir speichern jetzt trotzdem. Weil ich will das nicht nochmal machen. Ja, da hätte ich vorhin auch drunter gekonnt, hätte ich mir Flammenwerfer gedingst. Nee, den habe ich noch nicht geschaut. Ich habe es verpasst, ins Kino zu gehen. Hey! Wie sagt man deinen Namen? Talaturkman? Servus?
Ganz ehrlich, wer auf Kino XTO schaut, der ist das allerletzte in meinen Augen. Ich kann es verstehen, wenn jemand, also... Ich schaue gerne Filme und ich finde es gut, dass immer mehr Filme produziert werden und deswegen unterstütze ich das auch. Und ich meine, Netflix oder Amazon Prime, das kostet echt nicht mehr die Welt. Und deswegen, ich finde es auch voll daneben, dass du das hier schreibst. Ja, echte Filmliebhaber gucken dort nicht. Ich bin absolut gegen den Scheiß. Außerdem nebenbei, hinter diesen ganzen Seiten stecken wirklich kriminelle Arschlöcher. Und jeder, der dort guckt, unterstützt sie auch noch. Kehren Sie zum zentralen Reaktor zurück. Ja, ich würde hier gerne rennen, aber es geht halt nicht, ne? Nein! Und ich habe nicht gespeichert. Ja, eben. Ja, genau das ist es halt. Es schadet der Filmindustrie und damit am Ende uns auch. Wenn ich mir überlege, Kick-Ass 3 zum Beispiel wird niemals rauskommen, weil sämtliche Leute sich den vorher schon illegal angeschaut oder runtergeladen haben und sowas ärgert mich. Aber lasst uns jetzt nicht darüber labern, sondern konzentrieren wir uns wieder aufs Spiel. So eine Scheiße. Mann. Wegen diesen Kack-Kevin-Kindern. Kevin Junior. So ärgerlich. Ja, komm, lauf vor, Ripley. Mann. Okay. Jetzt muss ich aber trotzdem gerade mal gucken. Wir sollen dann zurück zum Hauptkern, ne? Wo war denn der nochmal? Zentrale Reaktorleitung? Zentraler Reaktor. Zum zentralen Reaktor, okay. Gibt es da irgendwie eine Abkürzung? Wir müssen hier... geradeaus, dann darf ich nicht irgendwie nach links, sondern immer nur geradeaus den Weg. Da durch den ekligen Tunnel durch. Und dann immer nur runter, runter, runter. Ich hoffe, ich merke mir das. Ich hoffe, ich merke mir das. Ja, ja, bitte nur Deutsch oder Englisch, auch wenn du sowas, ja... Ich weiß jetzt gar nicht, was du geschrieben hattest, aber wenn der Kreuzel dich raushaut, dann muss es was Ernstes gewesen sein. Also ich weiß, dass es irgendwie ein Schimpfwort war, irgendwie, also jetzt, oder irgendwie Fluchen oder so, irgendwie sowas. Okay, jetzt nochmal zurück. War auch noch falsch geschrieben. Also wenn man schon rumflucht oder beleidigt, dann sollte man wenigstens richtig schreiben können. Oh, warum ist meine Taschenlampe die ganze Zeit an? Ach komm, hör auf. Nee, ich will nicht, dass hier jemand auf Kyrillisch was schreibt.
Scheiße. Ich muss hier raus. So. Okay, geschlossene Eier, auf geschlossene Eier achten. Gelernt. Nein, und ich bin schon wieder falsch. Ich muss doch durch dieses scheiß Loch da durch. Wo ist das? Wo ist das? Da ist es. Nein, ist es nicht. Scheiße. Ganz schnell Karte, ganz schnell Karte. Was? Hinter mir ist es. Da ist es. Na, will das einen verarschen? Hier drin, wo man sich halbwegs sicher fühlt. Okay, Karte gucken. Und nach links und ganz runter. Ich hätte vielleicht speichern sollen. Egal. Hier kann ich nochmal speichern. Ja, 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 ja. Okay, okay. Kannst du mal gucken? Ja, ich gucke in die richtige Richtung. Scheiße, nur noch 28 Flammenwerfer. So, hier rein. Schnell, schnell, schnell. Oh Gott. Was war das denn? Oh Gott. Okay. Ist ja auch unhöflich den Streamer gegenüber. Ich gehe auch nicht in den fremdsprachigen Chat und schreibe immer Deutsch in Englisch. Ricardo, ja. Ich kann das Netz zerstören. Ripley, Sie haben sich heute schon in genug Gefahr begeben. Ja, finde ich auch. Ricardo kann auch alle Kerne einschalten, überlasten und dann eine Reaktorsäuberung einleiten. Alles hier unten wird dadurch zerstört werden. Ne, da oben läuft doch schon wieder so ein Spacko rum. Ich fände es nur gut, wenn Sie nicht draufgehen würden. So sieht der Plan aus. Es gibt zwei Notfallschaltkreise, die überschüssige Energie in die lokalen Kondensatorenblocks in den Türmen speisen. Wenn ich sie abkopple und das System entlade, wird das Nest dadurch zerstört. Ich habe keine Ahnung, was Sie gerade gesagt haben. Halten Sie sich einfach nicht gut fest. Mann, Ripley, ey, was die wieder hier für extra Würst brät. Okay, Beta-Kern überladen, Alpha-Kern überladen. Ich gehe zuerst im Alpha-Kern, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass die mehr beim Beta-Kern rumhängen. Okay. Ich geh doch. Nee. Das ist klar. Schnell, 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 schnell. Ja, toll, die bringen ja mal gar nichts. Oh, super! Ne, ich gehe auf einen Revolver oder so. Oh, verdammte Axt, ey. Ich hab keinen Bock mehr hier. Du kannst mich mal. Leck mich doch am Arsch. Toll hier. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Kann ich hier nochmal zurück, ja? Sehr gut, ich hol mir... Ich habe doch eine EMP-Granate, ne? Scheiße, es waren ja die, bei denen bringt's nichts. Kacke, okay, wir werden sterben, das war's.
Sorry Leute. Wir müssen nochmal machen. Rein. Scheiße. Sorry Leute, es tut mir echt leid. Ja, Panikmodus. Ah. Kacke. Ja, ist wirklich tricky. Ein Kopftreffer tötet dann auch. Okay, gut, wir probieren's.